Wie wär's denn damit? Sie nannten ihn nur Kleiner, da mordete er, um ein Großer zu werden. Das war der Fall Kramer damals. Das ist schon zu lange her. Wenn du sowas wieder aufwärmen willst, dann geht das nur, wenn der Prozess damals richtig was hergemacht hat. Und das hier, Helene Karl. Märtyrerin oder Furie? Aber das ist doch Quatsch. Das interessiert doch heutzutage keinen Menschen mehr. Da hätte die schon Schauspielerin sein müssen oder mindestens Fernsehansagerin. Du machst einem aber auch alles mies, Tante. Ich hatte doch nicht die scheiß Idee mit dieser Serie. Ja, aber du hast dich doch dazu verdonnern lassen. Ich hab doch immer gesagt, lass die Finger weg. Alle wissen's, nur der Herausgeber nicht. Gegen saure Gurkenzeit helfen keine sauren Gurken. Moment. Anemonen waren ihre Lieblingsblumen. Wie ist denn das? Mit Anemonen war ihr Leichnam geschmückt. Mord aus Liebeswahn? Unter großem Zuschauerandrang ging heute, wann war denn das? Vor 5 Jahren ging heute der erste Verhandlungstag gegen W. Stumm über die Bühne. Der gut aussehende Mann mit den melancholischen Augen, der sah wirklich gut aus. Ja, der hatte was. Kann mich noch genau erinnern. Ein Traum von Mann. Wir haben damals waschgabeweise Leserzuschriften bekommen. Fast alles Frauen. Die Jungen schrieben Liebeserklärungen und die Älteren schrieben Todesurteile. In einem Anfall tödlicher Leidenschaft erwürgte er das 16-jährige Mädchen, bettete die Leiche in ein Meer von Anemonen und flocht ihr Blumen ins Haar wie einer Braut. Platzt der Prozess um den Anemonenmörder? Erbittertes Duell zwischen Staatsanwalt und Verteidiger. Nachdem der Staatsanwalt dem Verteidiger Stumms Rechtsanwalt Meidrich Spiegelfechterei vorgeworfen hatte, konterte Meidrich hart. Nach Teenager-Applaus für Werner Stumm ließ der Vorsitzende den Saal räumen. Verteidiger droht dem Staatsanwalt mit Beleidigungsklage. Mensch, Tante, das wärme ich auf. Lass du den armen Kerl zufrieden. Lässt mich der Boss zufrieden, wenn ich keine Geschichte auf die Beine kriege? Wie hieß der Anwalt noch? Meidrich. Da. Kontakt? Nee. Wissen Sie, so wie mich der Stumm verladen hat damals, schmeißt mir den Prozess am letzten Tag um. Das war sowieso meine größte Pleite. Ich hätte ihn durchbekommen, mit Unzurechnungsfähigkeit. Da widerruft er im entscheidenden Punkt. Ja, vielleicht hatte er etwas dagegen, ein für alle Mal als Irrer dazustehen. Ach was, Irrer. Temporäre Bewusstseinsstörung. 1-2 Jahre Heilanstalt, dann hätten Sie ihn entlassen müssen. Stattdessen lässt er sich 7 Jahre Gefängnis aufbrummen. Er kommt übrigens demnächst raus. Sie haben ihm 2 Jahre auf Bewährung erlassen. Ach, das ist interessant. Wann denn? Moment mal. Reinhard? Ja, bitte? Wann wird Stumm entlassen? Am kommenden Montag. Danke. Sie haben es gehört. Ich habe die Nase voll. So wie ich in diesem Fall. Damals hat sich kaum ein Pflichtverteidiger exponiert. Und dann stehe ich da wie ein Ochse. Aber angenommen, es ergeben sich neue Gesichtspunkte. Sie setzen dann wieder Aufnahmeverfahren durch, klagen auf Haftentschädigung und so weiter. Die Presse zieht damit. Natürlich nur, wenn Ihrem Antrag stattgegeben wird. Herein. Ah, guten Morgen. Morgen, Doktor. Werner, es ist was Dummes passiert. Ich muss Ihnen das mitteilen. Lesen Sie mal. Weiß der Teufel, wo die das wieder herhaben, aber wir müssen damit rechnen, dass Sie den ganzen Käse nochmal servieren. Verboten ist das nun mal nicht. Best mich kalt. Werner, unterschätzen Sie das nicht. Sie laufen mit einem Schild um den Hals herum, wenn Sie draußen sind. Das hat schon robustere umgeschmissen. Ich habe mit der Anstaltsleitung gesprochen. Wir könnten Sie nach Hamburg oder Hannover entlassen. Da interessiert sich niemand für Sie. Und den Ausbildungsplatz als Krankenpfleger könnten wir Ihnen auch da oben besorgen. Nein, Herr Doktor. Meine Verlobte ist nun mal hier. Sie gibt ihre Stellung als Fremdsprachenbuchhändlerin hier nicht auf. Bloß weil dieses Groschenblatt eine Schlagzeile braucht. Sie würde unsere ganzen Pläne über den Haufen werfen. Wann wollen Sie denn heiraten? In 4 Wochen, sobald wir die Wohnung haben. Hanna hat schon alles arrangiert.
Nur müssen Sie jetzt damit rechnen, dass der Vermieter sagt, stumm, doch nicht der stumm, wenn ich das gewusst hätte. Werner, als Anstaltspsychologe ist es meine Pflicht, Ihnen Mut zu machen. Es wäre leichtfertig von mir, Sie einfach so hinauszulassen. Ja, es wird hart, das ist mir klar, aber ich fühle mich wohler dabei, als wenn ich gleich zum Einstand draußen wieder davonlaufe. Respekt. Und Fräulein Färber? Hanne, die ist noch viel sturer als ich. Die hat ein Jahr Nervenkrieg mit ihrer Familie hinter sich. Die kann gar nichts mehr erschüttern. Vater? Ja? Sie kommt. Versuch dein Glück. Ich halte es für sinnlos. Fall aber nicht mit der Tür ins Haus. Den Fehler habe ich viel zu lange gemacht. Wenn ich nur den Mund aufmache, geht sie hoch. Komm, Thomas, lass uns erst in Frieden essen. Krach gibt's noch früh genug. Wo steht denn geschrieben, dass überhaupt Krach geben muss? Guten Tag, Mutti. Sag mal, sind Thomas und Brigitte auch da? Ihre Wagen stehen draußen. Ja, ich hab Sauerbraten gemacht, du. Ich hab gedacht, wir können es doch wieder mal miteinander probieren. Brigitte ist doch Strohwitwe und Thomas hat, der hat auch angerufen und... Mutti, Lügen hast du noch nie gekonnt. Ich weiß, du meinst gut, Mutter, aber das hat keinen Sinn. Aber wenigstens, du musst doch was essen. Ich hab extra Sauerbraten gemacht. Familienrat bei Sauerbraten. Du weißt doch, was dabei rauskommt. Du weinst und kriegst deine Herzanfälle, Vater versteinert. Thomas und ich, wir brüllen uns an und Brigitte, ist das alles furchtbar unangenehm. Oh, Anne, Mutter, ich komme gern zu euch beiden meine ich wirklich, immer noch. Aber nicht, wenn das Familienplenum tagt. Ich hab gedacht, wir könnten wenigstens mal wieder zusammen essen ohne Streit. Thomas, wir versuchen das seit einem Jahr und schaffen es nicht. Ich lasse euch euren Standpunkt, aber lasst ihr mir den meinen. Tja, wenn das so einfach wäre. Wir müssen mit dir reden, Hanne, los, komm rein. Ich weiß auswendig, was ihr sagt, und ihr wisst auswendig, was ich sage. Nicht ganz. Hast du Zeitung gelesen? Nachtkurier? Du, den lese ich immer noch nicht. Solltest du aber, in deiner Situation. Tu nicht so, als ob wir alle giftig wären. Los, komm rein. Bitte, Hanne. Schminkt ja endlich mal ab, dass wir nur lupenreine Wohlstandsspießer sind. Es geht mir auch nicht nur darum, dass vier kaum mich vielleicht weniger gern als zukünftigen Schwiegersohn sehen. Wenn deine Schwester den Anemonenmörder heiraten würde, ich weiß. Es geht auch Vater nicht darum, dass die Direktorengattin vielleicht ihren Kaviar nicht mehr bei ihm kaufen oder dass Brigittes Mann weniger Zähne zum Plombieren kriegt. Ich weiß, es geht euch einzig und allein um mich. Ironie ändert nichts an den Tatsachen. Seitdem das hier raus ist, auch mit seinem Bild, seitdem hat dieser... Werner Stumm, laut Standesamtsregister. Er hat überhaupt keine Chance. Er kommt sofort ins Schwimmen. Ein paar Abfuhren auf dem Arbeitsmarkt, ein paar blöde oder hämische Bemerkungen. Er ist ziemlich abgehärtet. Oder glaubst du, im Gefängnis gibt's keine hämischen Bemerkungen? Ja. Da war er Sträfling unter Sträflingen. Aber wenn er jetzt raus ist, dann ist er Sträfling unter Unbescholtenen, nicht? Das willst du doch sagen. Sträfling bleibt Sträfling. Aber Gott sei Dank denken nicht alle so. Er hat über die Entlassenenfürsorge eine Stellung als Krankenpfleger bekommen. Was glaubst du, wie schnell er die wieder los ist? Wenn nur eine hysterische Patientin mitkriegt, dass ihr Rollstuhl von einem Sexualverbrecher geschoben wird. Das Wort musste ja fallen. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Aber du sagst es. Ich sag's in Anführungszeichen. Aber die zigtausend, die den Nachtkurier gelesen haben, die sagen es ohne Anführungszeichen. Brigitte, lass doch. Wir haben nichts gegen diesen Warnersturm. Ach nein. Nein. Aber auf jeden Fall hat er eine verdammt lange und harte Durststrecke vor sich, bevor er... wieder irgendwo Fuß fassen kann. Richtig, genau das meine ich. Wir sind... Vater, Brigitte und ich sind bereit, ihn finanziell aufzufangen, damit er sich in aller Ruhe umtun kann. Wir stellen ihm 50.000 Mark zur Verfügung. Ob er sie jemals zurückzahlen kann, soll uns im Moment nicht kümmern. Und die Bedingung? Du bindest dich nicht an ihn. Und lebst auch nicht mit ihm zusammen. Jedenfalls nicht die nächsten 2 Jahre. In deinem Interesse. Wir
Wir haben einfach Angst um dich, Hanne. Ich wette, die Idee stammt von dir, Thomas. Sehr gut. Das Einzige, was Werner jetzt wirklich umschmeißen könnte, wäre, wenn ich mich von ihm distanziere. Habt ihr euch einen Moment überlegt, was das für ihn bedeuten würde? Da war ein Mädchen, das hat ihm 2 Jahre lang geschrieben. Nur so am Anfang, weil er sonst niemanden hatte. Gefangenenfürsorge. Dann sind es Liebesbriefe geworden, dann Besuche, dann eine gegenseitige Versprechung. Und jetzt kommt er raus und April, April. Er hat nur noch die Briefe. Und warum? Nur weil ihr mich ihm abgekauft habt. Na, das hast du ja wieder mal hingekriegt. Dieses verfluchte Gefasel! Was heißt denn hier abkaufen? Wir geben ihm eine Chance. Und besonders dir, damit du endlich wieder mal zur Besinnung kommst und nicht aus lauter Sozialromantik mit einem Kerl zum Standesamt rennst, den du kennst wie aus dem Zoo. Na gut, im Zoo sind wilde Tiere, nicht? Aber einen Vorteil haben sie. Sie können wenigstens nicht so erbärmlich heucheln. Hanne! Du wirst dich noch wundern. Wenn du Glück hast, dauert es 3 Tage, bis er rückfällig wird. Wenn du Pech hast, dauert es 5 Jahre. Und dann bist du nicht 25, sondern eine alte Frau. Die wird sich wundern. Die wird sich noch wundern. Alles Gute, Herr Stumm. Steig ein. Da. Hast die Autonummer drauf. Ich hab gar nicht richtig begriffen, dass ich mit dir in einem Auto sitze. Ich weiß gar nicht, ob das alles wahr ist. Ist es wahr? Wie ist das? Schau mal, wie gefällt dir das? Sieht gut aus. Das steht dir bestimmt. Ich schau noch nach was anderem, hm? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich etwas Bestimmtes vorbestellt, mein Herr? Wenn Sie uns irgendwas zeigen möchten? Gern, wenn Sie bitte mitkommen. Wir haben da gestern ganz aktuelle Sachen hereinbekommen. Wie zugeschnitten auf Sie, mein Herr. Wie der mich angesehen hat. Der hat mich doch genau erkannt. Mein Herr. Ach, komm. Gehen wir erstmal nach Hause. Einer in diesem Wabenbau Notiz davon nimmt, wenn jemand bei mir wohnt. Für 4 Wochen. Herr Stumm! Klemm vom Nachtkurier. Verschwinden Sie. Wir haben gerade diese Serie laufen Fälle im Zwielicht. Vielleicht könnten wir für Sie von einigem Nutzen sein, wenn Sie uns... sollen verschwinden! Ihr Anwalt ist der Ansicht, dass Sie damals dem psychischen Druck eines Gutachters nachgegeben haben? Wir müssen rauf bis in den 10. Stock.
Abend spielen die Bayern. Vielleicht gehe ich hin. Ich oder wir? Seit wann bist du Fußballfan? Och, mit dir gefällt mir es vielleicht. Nein, ich gehe allein. Ich muss das lernen. Es geht einfach nicht, dass ich mich nur mit dir am Händchen unter die Leute traue. Du hast schon recht. Aber gleich ein Fußballstadion mit 70.000 Leuten, ist das nicht ein bisschen viel? Im Gegenteil. 70.000 Leute, die nur aufs Spielfeld sehen. Da interessiert sich keiner für den, der neben einem steht. Außerdem Flutlicht. Nur das Spielfeld ist beleuchtet. Zuschauer sind im Dunkeln. Du kannst einen Wagen haben. Ohne Führerschein? Erst wenn die Bewährung um ist. Ja? Ach, Vater, das hat doch keinen Sinn. Wir machen uns nur gegenseitig kaputt. Ja, kaputter als du denkst. Deine Mutter hat heute Nachmittag einen richtigen Zusammenbruch gehabt. Nein, sie schläft jetzt. Aber kannst du nicht morgen mal nach ihr schauen? Ja, morgen Abend, das ginge. Werner geht sowieso zum Fußballspiel. Ach so. Ging er nicht zum Fußball, hättest du keine Zeit für eine herzkranke Frau, die zufällig deine Mutter ist. Also gut, ich komme morgen Abend. Und es wäre gut, ich meine, vor allem für Mutter, wenn sonst niemand da wäre. Anne, manchmal frage ich mich wirklich, ob ich das wert bin, dass ihr euch meinetwegen zerhackt. Ach, wer hackt denn? Wer hackt denn auf wem herum? Seit einem Jahr. Weil wie du eben deinen Vater observiert hast. Er tut mir leid, irgendwie. Weißt du, was er gesagt hat, wie ich zum ersten Mal angedeutet habe, dass wir heiraten wollen? Sträflingsfrau. Meine Tochter wird eine Sträflingsfrau. Wenn ich mir eine Zigarette anmache, oder schadet's dir? Ach was, ich bin doch gar nicht so krank. Ich glaube, Vater hat wahnsinnig übertrieben gestern. Naja. Immerhin hat er Zusammenbruch gesagt. Ach, so schlimm war das ja gar nicht. Ich nehme an, er hat gedacht, du kommst nicht, wenn er es nicht ein bisschen dramatisch macht. Sonst gehe ich ja immer auf dem Weg durch die Siedlung, wenn ich den Hund Gassi führe. Aber heute war so eine schöne, helle Nacht und auf einmal zirkt der Rex wie ein Narisch daher. Und da sehe ich das Madel da liegen. Gerade als ob es schlafen tat. Unschuldig wie ein Kind mit die Blärmal im Haar. Dankeschön, Frau Schmidhuber. Würden Sie dasselbe noch mal genau dem Kollegen da erzählen? Ja. Dem da. Der steht am Auto. Kann nicht lang her sein. Maximal 2 Stunden, schätze ich. Keine Spuren von Kampf. Der Täter muss völlig überraschend zugepackt haben, sodass sie keine Chance hatte, sich zu wehren. Dann hat er wahrscheinlich noch nicht mal einen Kratzer abbekommen. Vielleicht an den Handgelenken. So schnell kann sie gar nicht weg gewesen sein, um nicht zu versuchen, die Hände vom Hals wegzureißen. Aber vielleicht hat er Handschuhe angehabt. Kann auch sein, dass sie betrunken war. Dann hat kein Reflex funktioniert. Da drüben im Karlsfeld ist so eine Penner-Ecke. Das könnte passen. Ihre Kleider sind vergammelt. Laut Ausweis hat sie in Regensburg gewohnt, aber das ist ja längst verfallen, der Ausweis. Sieht nach Streunerin aus. Ja. Herr Brenner! Ja, ich komme. Danke, Frau Schmidt, aber wir rufen Sie dann an. Ja, die Adresse, wohin er entlassen worden ist. Herr Brenner, fahren Sie doch mal ins Karlsfeld zu der Penner-Ecke an dem Kiosk. Nehmen Sie den Ausweis mit. Vielleicht erkennt Sie jemand.
Bitte bleiben Sie zurück. Stimmt es, dass auffällige Parallelen bestehen zum Anemonenmord? Bitte gehen Sie hinter die Absperrung, das ist noch nicht freigegeben. Nur noch eine Frage, tippen Sie auf Stumm. Ich tippe nur im Lotto, außerdem habe ich den Fall gar nicht bearbeitet. Richtig, das war Franke. Schade, dass er tot ist, der war pressefreundlicher. Aber dass das hier knapp 3 Tage nach Stumms Entlassung passiert, das halten doch wohl selbst Sie nicht für einen Zufall. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Ihrem Beruf und meinem. Ich muss Fakten haben und Sie können welche erfinden. Na, was ist? Nix. Was heißt nix? Sie müssen noch die Adresse haben. Nur die Justizverwaltung. Da ist aber im Moment keiner, der an die Akten rankommt. Soll ich mal Fakten für Sie erfinden, Herr Köster? Er ist abgestiegen bei einem sehr hübschen jungen Mädchen, die noch vorgestern früh vom Knast abgeholt hat. Ich hoffe, es ist nicht die da. Darf ich mal nachschauen? Na, bitte. Nee, ist er nicht. Aber das war Stumm. Dasselbe Ritual wie damals. Haben Sie die Leiche denn damals gesehen? Nein. Da sehen Sie ich auch nicht. Ja, es ist klar, dass wir Herrn Stumm überprüfen müssen, aber das ist auch das Einzige, was klar ist. Ist sie vergewaltigt worden? Nein, es sieht nicht so aus. Passt also auch zu Stumm. Wenn er es war, hätte er damals nie verurteilt werden dürfen. Dann war er nämlich schon damals krank. Mensch, vorläufig machen Sie mich krank. Also bitte, wie heißt das junge Mädchen, das Herrn Stumm vorgestern abgeholt hat? Färber, Hannelore, Engadiner Straße 34. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, aber... Was ist denn los? Warum bist du denn so aufgeregt? Dir ist was passiert. Ich habe nach dem Spiel in einem Lokal noch ein Bier getrunken, dabei zufällig die Nachrichten gehört. Hanne, vielleicht suchen sie mich schon. Auf dich kommen sie schnell und wenn du nicht in deiner Wohnung bist, dann kommen sie zuerst hierher. Fahr los. Was ist denn überhaupt passiert? Mein Gott, fahr doch los! Na, du begreif doch endlich! Die sagen, das Mädchen ist zuletzt um 7 Uhr rumgesehen worden, da irgendwo im Karlsfeld. Und um 9:30 Uhr hat man sie gefunden, im Dachauer Moos. Beides nicht weit weg vom Olympiagelände. Und ich sage aus, ich war beim Fußballspiel im Olympiastadion und setze auf die Chance von 1 zu 70.000, dass sich irgendeiner meldet und sagt, dass er neben mir gestanden hat und sogar noch bestätigt. Das ist doch heller Wahnsinn. Aber es ist doch gar nicht gesagt, dass sie dich überhaupt verdächtigen. Nicht speziell mich. Aber sie überprüfen mich routinemäßig. Ich habe praktisch kein Alibi. Stell dir vor, nicht mal 3 volle Tage, nachdem ich raus bin. Das sagt gar nichts. Hanne. Glaubst du denn, die Polizei gibt sich die Blöße und lässt sie fragen, ob sie nicht an mich gedacht haben? Aber sie denkt doch erst recht an dich, wenn du jetzt untertauchst. Werner, mach diesen Fehler nicht. Wir fahren jetzt ganz normal heim und warten ab. Hanne, was riskierst du denn? Selbst wenn sie dich mitnehmen, sie müssen dir doch beweisen, dass du es warst. Und das können sie nicht. Nein. Aber sie können mich in Haft nehmen wegen Fluchtgefahr. Und dann fängt das Lotteriespiel an. Und das Sperma oder Blut finden von dem Mann. Es ist meine Blutgruppe oder nicht und so weiter und so weiter. Ich schaff das nicht mehr, Anne. Ich geh nicht mehr rein. Nicht mehr für 3 Tage, nicht mal für 1 Nacht. Aber du weißt doch gar nichts über das, was da war im Dachauer Moos. Es kann doch sein, dass du aus irgendeinem Grund überhaupt nicht in Frage kommst. Kann sein, kann nicht sein. Genau das will ich abwarten, und zwar in Freiheit. Oh, in Freiheit? Macht das denn so einen großen Unterschied, ob du jetzt in Haft abwartest oder in irgendeinem Schlupfwinkel ständig in Angst, dass ich dich... Ja, Herrgott, nochmal, ja, ja, hör auf mit diesem theoretischen Quatsch, oder... Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Das ist wirklich das Allerletzte, was ich will, dir Angst machen. Ich kann es dir nicht erklären. Das begreift kein Mensch, der noch nie im Knast war. Schau mal, heute Abend, da war ich wirklich glücklich. Beim Fußball. Ich war einer unter 70.000. Ich habe mit ihnen gebrüllt, ich habe mit ihnen geschrien.
Ich habe dazugehört. Du weißt nicht, was das heißt. Ich gehe nicht mehr rein. Leben kriegen die mich nicht mehr rein. Ich muss mich jetzt fahren. Ich weiß, wo ich halbwegs sicher bin, wenigstens für ein, zwei Tage. Vielleicht ist bis dahin alles klar. Komm. Komm, Mann. Haben wir gepredigt. Wir alle. Was haben wir nicht alles versucht, dir diesen Wahnsinn auszureden? Welchen Wahnsinn? Welchen? Würden Sie ruhig zusehen, wenn Ihre Schwester oder Ihre Tochter sich auf Gedeih und Verderb an einem Psychopathen hängt? Nicht so laut, Thomas. Wenn Mutter aufwacht, das wird schlimm. Haben Sie einen Stumm kennengelernt? Ich? Weil Sie Psychopath sagen. Ich habe mich über den Mann genau informiert, das können Sie mir glauben. Und das, was heute Abend passiert ist, das passt ja genau. Ich weiß nicht, was zu wem passt. Vorläufig besteht kein konkreter Verdacht gegen ihn. Ich wollte nur mal mit ihm reden. Und da kommen Sie zu uns. Ja, ja, wegen Hanne. Klar. Aber als ich heimkam, war sie schon weg. Ich habe es ja extra so eingerichtet. Sie wollte mich nicht sehen. Darf ich Sie nochmal anrufen? Wie war die Nummer? 79 26 76. Danke. Vielleicht ist sie schon mit ihm getürmt. Ich traue ihr alles zu. 11:30. Das besagt noch gar nichts. Vielleicht sitzen sie irgend in einem gemütlichen Lokal. Ich verstehe Ihre Erregung, Herr Färber, aber steigern Sie sich doch nicht in solche Zwangsvorstellungen rein. Zwangsvorstellung? Hannes ist nicht mehr normal seit... Und dieser Stumm, der sowieso nicht. Wie hat Ihre Tochter Herrn Stumm eigentlich kennengelernt? Da war so eine Jugendgruppe. Irgend so eine soziale, christliche Geschichte. Die haben Gefangene geschrieben, die draußen niemand hatten. Und dabei ist Hanne eben an Stumm geraten. Aber wenn sie jetzt nicht geheilt ist von ihm, da ist ihr nicht mehr zu helfen. Na, jetzt wohl erst recht nicht. Aber sie sieht doch jetzt, dass unsere Warnungen berechtigt waren. Na, ich weiß nicht. Es gibt kein besseres Mittel, eine junge Frau auf einen Mann zu fixieren, als wenn man sie dauernd vor ihm warnt. Ja, meine Herren, ich muss gehen. Ich rufe Sie an, ja? Wiederschauen. Bringen Sie raus, Herr Köster. Verzeihung, sind Sie vielleicht zufällig von Färber? Ja. Köster, Kriminalpolizei. Ich möchte zu Herrn Stumm. Der wohnt doch bei Ihnen, ja? Er ist aber nicht da. Ach ja. Können Sie mir sagen, wo er ist? Wo er sich aufhält? Das weiß ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen. Was? Dass Sie nicht wissen, wo er ist. Darf ich trotzdem mit draufkommen? Das heißt dürfen. Sie sind Polizist, also dürfen Sie alles. Oh, das ist ein Irrtum. Wenn Sie sagen, Sie sind mit ihm verlobt oder Sie wollen keine Aussagen machen, dann geht das nicht. Aussagen? Worüber? Ja. Wo er sich heute zwischen 7 und 10 aufgehalten hat. Beim Fußballspiel im Olympiastadion. Ach ja. Waren Sie dabei? Ja. Das ist schade, dass Sie Bayern verloren haben, nicht? Ja, zu blöde. Sie helfen ihm nicht, wenn Sie lügen. Warum sollte ich lügen? Ja, das müssen Sie sich fragen. Die Bayern haben nämlich gewonnen. Und Sie waren bei Ihrer Mutter. Gute Nacht von Färber. Naja, wenn Ihnen trotzdem noch einfallen sollte, wo Herr Stumm ist, dann rufen Sie mich bitte an. Ja, das ist meine Nummer. Gute Nacht. Die Identität der Toten ist geklärt. Es handelt sich um die 19-jährige Dorothea Merz aus Regensburg, seit 2 Jahren ohne festen Wohnsitz. Zur Tatzeit muss sie einen Blutalkoholspiegel von 2,2 Promille gehabt haben. Es ist möglich, dass sie Alkoholikerin war und sich dem Täter angetragen hat, um Geld für Nachschub zu bekommen. Wir können aber auch nicht ausschließen, dass der Täter sie und ihre Lebensumstände gekannt und sie mit sich gelockt hat. Welche speziellen Indizien weisen auf Werner Stumm als den Täter? Keine. Sind Sie so sicher? Immerhin keine Vergewaltigung.
Tod durch Erwürgen. Das Anemonenritual. Ich meine, dass das Blumenritual, das sogenannte, eher gegen die Täterschaft von Herrn Stumm spricht. Das Gericht hat damals der letzten Aussage von Herrn Stumm Glauben geschenkt. Danach hat er das Mädchen in einem Aggressionsstau erwürgt, nachdem sie ihn sexuell provoziert hat und dann unter demütigenden Umständen abgewiesen hat. Das schließt aber nicht aus. Moment, Moment. Stumm hat eindeutig im Affekt gehandelt damals. Die Würgemale des gestrigen Opfers weisen aber Textilstrukturen auf, so wie von dünnen Seidenhandschuhen. Also Vorsatz, nicht Affekt. Zweitens, Herr Stumm hat damals die Leiche nicht mit Blumen geschmückt, wie er in der Voruntersuchung anscheinend unter dem Einfluss des Verteidigers ausgesagt hat, sondern... Herr Köster, Moment, darf ich Ihnen das noch erklären? Ja? Sondern er war vollkommen durcheinander, als das Mädchen plötzlich tot dalag. Er war nicht mehr in der Lage, sie anzufassen und ins Gebüsch zu schleifen. So riss er in Panik Gras ab, um die Leiche damit zu bedecken, vor allem das Gesicht. Es war dieselbe Jahreszeit wie jetzt, also war unter dem Gras auch Blumen. Ja? Daraus machte der Herr Verteidiger die Version geschmückt wie eine Braut. Und von da ab war er für die Boulevardpresse der Anemonenmörder, den es in Wirklichkeit niemals gab, nicht? Bis gestern Abend. Ja, bitte. Der Gutachter der Verteidigung hat aber die erste Darstellung Stumms für glaubwürdiger gehalten als die, die dann der Urteilsbegründung diente. Ja, das haben Gutachter der Verteidigung so an sich, Herr Klemm, dass sie die Darstellung, auf die sich die Verteidigung stützt, im Zweifelsfall für glaubwürdiger halten. Das ist komisch, nicht? Sie werden also Stumm nicht einmal vorläufig festnehmen. Oder präziser gefragt, könnten Sie ihn festnehmen, wenn es einen hinreichenden Verdacht gegen ihn geben würde? Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn Fragen zu beantworten, ne? Das verstehe ich sehr gut. Sie könnten nämlich nicht. Sie könnten nicht, da Stumm untergetaucht ist. Nicht einmal seine Verlobte weiß, wo er ist. Oder wenn sie es weiß, sagt sie es nicht, nicht? Warum wohl? Ja, das ist eine Antwort darauf, Herr Köster. Also, dass die Ihnen... Ja, wir müssen Schluss machen, Herr Köster, die Zeit ist... Augenblick, Herr Millinger, noch. Ja, bitte. Also, dass die Ihnen nicht sagt, wo er Stumm ist, das verstehe ich eigentlich ganz gut. Sie haben ihn doch schon als Anemonenmörder tituliert, als er noch gar nicht raus war. Und was heißt untergetaucht? Er hat seine Strafe verbüßt und ist frei. Ihre Liberalität in Ehren, Herr Köster. Aber Sie geben doch indirekt zu, dass Sie bisher nicht in der Lage oder willens waren, Stumm nach einem Alibi zu befragen. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen die Fragezeit beenden. Über die weiteren Ermittlungen oder Ergebnisse werden wir Sie unterrichten. Ich danke Ihnen schön. Wieder schauen, Herr Klemm. Wir hätten sehr viel besser ausgesehen, wenn wir hätten sagen können, die Fahndung nach Stumm läuft. Ja, dann hätten Sie das gestern Nacht anordnen sollen, aber Sie waren ja nicht da. Und ich konnte keine öffentliche Fahndung einleiten, bloß weil er seit 3 Tagen aus dem Knast ist und wir wissen nicht, wo er ist. Er hat keine gerichtliche Auflage, sich zu melden. Er muss hier, und wenn er kein hundertprozentiges Alibi hat, dann lässt ihn der Haftrichter nach 3 Tagen trotzdem wieder laufen, wenn sich sonst keine Verdachtsmomente ergeben. Ich habe mit dem Anstaltspsychologen telefoniert. Der Stumm, der war kein Psychopath und ist nie einer gewesen. Schluss der Debatte, wir leiten die Fahndung ein. Ich lasse mir vom Präsidenten sagen, was ist denn, Köster? Lassen Sie mir noch einen Moment Zeit, Herr Millinger. Und Herber, die nächste Tür, wenn Sie zu mir wollen, bitte. Ja, das wollte ich. Ich glaube, das war ziemlich dumm von mir gestern Abend. Ja, das würde ich auch sagen. Bitte schön. Bis jetzt ersichtlich weisen manche Tatumstände Ähnlichkeit mit dem Verbrechen auf, für das sich der vor 3 Tagen aus der Haft entlassene Werner S.D. im sogenannten Anemonenmordprozess vor 5 Jahren zu verantworten hatte. Na, das ist ja gar keine Gemeinheit! Werner! Hast du schon ausgeschlafen? Hi. Ja, komm runter. Ich hab was für dich. Lies einmal. Die Lumpen, die Elenden. Na ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie lange kannst du mich da warten, Mare? Ja, mei. Solange du halt bleiben magst. In der Gegend weiß sowieso keiner, dass er uns kennt. Das heißt,
wenn du dein Gesicht nicht in die Wirtschaften spazieren führst. Ja, du hast meinen Buben geholfen drin und ich helfe dir jetzt heraus. Hat dem Schorsch leider nicht viel genützt, was ich damals für ihn getan habe. Ja, aber probierst hast du das doch. Und das gilt, das vergiss er nicht. Und jetzt geht's mir genau wie dem Schorsch. Ihm haben sie die Bauchschmerzen nicht geglaubt, bis es zu spät war. Einmal sieh mir Land, immer sieh mir Land. Und ich einmal Mörder, immer Mörder. Mara, das ist ein Teufelskreis, da komme ich nicht mehr raus. Aber das eine ist sicher. Wenn die kommen und dich backen wollen, den Ersten hau ich mit der Mistgabel hinaus. Komisch. Sie sind eine intelligente Person und machen trotzdem einen Fehler nach dem anderen. Sie lassen sich von ihm überzeugen, dass er nur eine Wahl hat, nämlich zu verschwinden. Und dann erklären Sie mir, Sie waren mit ihm im Fußballstadion. Und was Sie jetzt machen, das ist unverantwortlich. Sie wissen, wo er ist, aber Sie sagen es mir nicht. Ich habe es ihm versprochen. Sie haben einem Menschen, der sich einen Stein um den Hals hängt und ins Wasser springt, versprochen, dass Sie ihm keinen Rettungsring zuwerfen wollen. Rettungsring? Fassen Sie den richtigen Täter, das ist der einzige Rettungsring. Na prima. Ich gehe jetzt hin und fasse den richtigen Täter. Es ist nur schade, dass es für derartige Verbrechen keine einschlägigen Kreise gibt. Keine Tipps aus Ganovenkreisen, nichts. Nur ein paar hundert Vorbestrafte und die überprüfen wir. Wahrscheinlich aber ist, dass der Täter bisher überhaupt noch gar nichts verbrochen hat. Das kann ein Ausgeflippter sein, Straßenkehrer, ein Bankdirektor. Eine Psychose kann jeder bekommen. Das war kein Zufall. Das ist keine 3 Tage passiert, nachdem Werner raus war. Und mein Bruder hat das prophezeit. Er war ganz sicher. Du wirst dich noch wundern, hat er gesagt. Keine 3 Tage und er ist wieder drin. Erst haben sie es mit Geld versucht. 50.000 Mark, war ihnen das wert? Ja, und dann haben sie sich das ausgedacht. Moment, langsam, langsam. Sie wollen sagen, dass jemand die Tat begangen hat, damit Herr Stumm schleunigst wieder eingefangen wird? Oder damit er das tut, was er getan hat, nämlich die Nerven verlieren? Wer immer das auch gewesen sein mag, der muss selber die Nerven verloren haben. Sie waren verzweifelt. Vor allem Thomas mit seiner blödsinnigen Karriere. Welche denn? Er hat Mathematik studiert und ist verlobt mit der Tochter von irgendeinem großen Tier und soll demnächst reingehievt werden ins Versicherungsgeschäft. Und das hat er jetzt natürlich alles davon schwimmen sehen, als Bruder einer Sträflingsfrau. Und da vollzieht er eine Tat nach, ohne sie genau zu kennen, nur nach 3 Groschenblattberichten? Das genügt doch. Das genügt doch vollkommen. Jeder hat doch sofort an Werner gedacht. Sie doch auch. Warum sind Sie denn gestern zu mir gekommen, nachts? Warum sitze ich denn überhaupt hier? Also wenn ich Ihnen mal theoretisch folgen würde, das alles hat doch nur einen Sinn, wenn Ihr Bruder genau gewusst hat, dass er Stumm für die fragliche Zeit kein Alibi besitzt. Mein Vater hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll an dem Abend zu meiner Mutter kommen. Sie hätte einen Zusammenbruch gehabt. Und bei der Gelegenheit hat er erfahren, dass Werner zum Fußballspiel wollte. Das ist doch ideal. Er weiß, dass Werner zu keinem Menschen Kontakt hat, außer zu mir. Und jetzt plötzlich allein unter Tausenden von Leuten. Im Fußballstadion. Nachts. Wie viel Zeit war denn zwischen dem Anruf Ihres Vaters und dem Fußballspiel? Ziemlich genau 24 Stunden. Zeit genug für Ihren Bruder, sich das Opfer zu suchen. Eine junge, betrunkene Streunerin. Wissen Sie, von Färber, was mich an Ihrer Theorie abstößt? Ihnen ist das so eingefallen, nicht? Ihr eigener Bruder. Ja, in Ihrer Lage hat man solche Ideen. Aber dann vertreten Sie diese Theorie mit einer Kaltblütigkeit, mit einer Logik, ohne jedes Gefühl, verdächtigen Ihren eigenen Bruder bei mir als Mörder. Na, wen denn sonst? Ich frage mich, ob Sie lieben können, wenn Sie so hassen. Was geht Sie das denn an? Sie lieben nicht den Werner Stumm, Sie lieben Ihre Beschützerinstinkte, die Sie an ihm austoben wollen. Jetzt hören Sie aber wirklich auf! Wenn Sie wirklich lieben würden, dann würden Sie mir helfen, ihn zu finden, denn jetzt geht die Fahndung nach ihm los. Steckbrief, Radiodurchsagen, Fernsehdurchsagen, aber das macht Ihnen nichts aus, nicht wahr? Es ist Ihr Werner und den halten Sie unter Verschluss. Sagen Sie ehrlich, Sie glauben auch nicht, dass das war? Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich. Wenn ich mit ihm reden könnte, würden sich vielleicht Entlastungsmomente ergeben. Ja, gut, ich gehe zu ihm. Ich rate ihm, sich zu stellen, aber er muss die Entscheidungsfreiheit haben. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass mir wirklich niemand, gar niemand folgt. Sie sind vielleicht ein
Phänomen. Ich habe mir es anders überlegt. Ich lasse den Wagen hier. Also klar zu sein scheint nur, dass ein BMW 320, vermutlich metallicgrün, um 7 Uhr rum, zweimal an dem Kiosk im Karlsfeld bei den Pennern auf- und abgefahren ist. Alles andere aber, ob die Merz da eingestiegen ist oder ob sie auch nur mit dem Fahrer gesprochen hat oder ob sie auch nur in der Nähe des Wagens war, das bleibt alles im Unklaren. Die Gegend ist aber auch als Autostrich bekannt. Ich meine, das kann doch auch ein Freier gewesen sein. Gerd, stell doch mal spaßeshalber fest, was der Thomas Färber für einen Wagen fährt. Sie steigen doch nicht ernstlich auf die Hirngespinste dieser Schwester ein. Was glauben Sie, wie viele metallgrüne BMWs in München rumfahren? Ich habe ja gesagt, spaßeshalber. Und wieso glaubst du, ist denen gerade der BMW aufgefallen? Die rechte Fahrbahnspur war gerade frisch geteert und streckenweise gesperrt. Ja, Heimann. Der BMW fuhr also auf der linken Seite. Da tauchte plötzlich so ein Saufbruder, der aus dem Kiosk kam, direkt vor seinem Kühler. Da musste der Fahrer ausweichen und so kam er auf die geteerte Spur. Das haben zwei andere Penner gesehen. Ich habe es auch noch angesehen, die Abdrücke sind noch ganz deutlich zu sehen. Haben Sie das fotografiert? Ich habe nicht gedacht, dass es so wichtig wäre. Mensch, Brenner, das kann doch ein Schlüsselbeweisstück werden. Fahren Sie hin und nehmen Sie das auf. Hoffentlich haben die nicht schon eine neue Teerschicht draufgelegt. Danke. Der Thomas Färber fährt einen BMW 320, Kennzeichen MWS 3077. Herr Köster, Sie sind mir unheimlich. Ich mir auch.
Und wer beschützt die Vigilia? Konsul Vierkorn. Ja, sicher. Und den wiederum beschützt Gottvater. Darf ich ihm was zu trinken anbieten? Ja, vielleicht einen Orangensaft, bitte. Bitte. Und wie fühlt man sich so als zukünftiger Schwiegersohn eines so mächtigen Mannes? Das wissen Sie? Ja, wissen Sie, ich rede nur so durcheinander, so. Ich rede so dummes Zeug, weil ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ja, was denn? Gestern Nacht bei Ihrem Vater, da sagten Sie so beiläufig, Sie hätten die Fußballübertragung gesehen in Ihrer Wohnung in Solln. So ab 7:15. Ja, und? Solln hatte aber Stromausfall. Fast das ganze Spiel über. Na und? Haben Sie schon mal was von netzunabhängigen Geräten gehört? Ach, sowas haben Sie in Ihrer Wohnung. Ja. Sagen Sie mal, was soll denn das? Haben Sie keine anderen Sorgen, solange Stumm auf freiem Fuß ist? Auch um Herrn Stumm kümmern wir uns schon. Wenn das überhaupt war. Aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, sehen Sie, das frage ich mich auch. Nicht? Wenn Sie nun vielleicht doch nicht in Ihrer Wohnung waren, wo waren Sie denn dann? Ich glaube, Sie wollen allen Ernstes ein Alibi von mir. Das ist doch verrückt. Aber Alibi, hören Sie. Es ist nur so, wenn jemand was sagt, was nicht stimmt, dann frage ich mich automatisch, warum macht er sich die Mühe? Ach, ist doch Quatsch, ich mache mir überhaupt keine Mühe. Doch, gerade eben jetzt wieder. Das mit dem Stromausfall, das war natürlich ein Trick von mir. Aber statt dass Sie nun sagen, den Stromausfall haben Sie wohl geträumt, steigen Sie darauf ein und erklären das mit einem netzunabhängigen Apparat. Also waren Sie zwischen 7 und 10 doch nicht in Ihrer Wohnung, sondern woanders. Wollen Sie nicht sagen. Warum denn? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Es war die Tatzeit. Gut, Herr Kester. Sie ahnen, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Das wäre schön, ja. Ich war bei einer Frau. Aber nicht bei meiner Verlobten. Das kommt vor. Dann wird es die Dame doch sicher bestätigen. Gottes Willen, ich kann sie doch da nicht hineinziehen. Ein Vierkorn, das können Sie mir doch nicht antun. Bleibt doch unter uns. Rufen Sie an. Wenn es in Ordnung geht, bleibt es unter uns. Also. Büroschluss. Bin ich nach Fürstenried gefahren und hab gewartet, bis Stumm aus der Wohnung meiner Schwester kam. Ich wollte mit ihm sprechen. Irgendwas wollte ich tun, ich wollte ihm Geld anbieten oder so, dass er mich in Ruhe lässt. Aber dann plötzlich, als er rauskam, habe ich es irgendwie nicht geschafft, ihn anzusprechen. Ich weiß nicht warum. Und dann? Bin ich nachgegangen. Gedacht, mal sehen, was er macht. Geht er zum Spiel, geht er nicht. Und? Er ist mit der S-Bahn zum Spiel gefahren. Ich bin nur nachgefahren. Er war da. Das ganze Spiel über. 3 Reihen hinter ihm gestanden. Und dann, später, als ich im Auto saß, und die Radiomeldung von dem Mord gehört habe, da habe ich gedacht, habe ich nur gedacht, brauchst bloß den Mund halten. Geht alles von selbst. Sie könnten also Herrn Stumm voll entlasten. Aber er, wenn er hier wäre, er könnte Sie nicht entlasten, denn er hat Sie ja nicht gesehen. Nicht entlasten? Was wollen Sie damit sagen? Ja, woher weiß ich denn, dass diese Version jetzt stimmt? Sie sind doch jetzt genau in derselben Situation, in die Sie Herrn Stumm gebracht haben. Sie waren vielleicht im Stadion, aber es hat Sie niemand gesehen. Aber der metallikgrüne BMW, der war um die fragliche Zeit wirklich an dem Kiosk, wo das Mädchen zum letzten Mal eben gesehen wurde. Aber man kann mir doch keinen Mord anhängen, bloß weil mich keiner gesehen hat. Herrn Stumm hängt man ihn aber an, weil ihn keiner gesehen hat. Außer Ihnen. Und Sie?
Verhaften Sie mich jetzt? Das kann ich nicht. Für den Haftrichter ist hinlänglicher Verdacht noch nicht gegeben. Sie sind ja auch kein Sträfling, Sie sind ja der Schwiegersohn von Herrn Konsul Vierkorn. Aber wenn die Untersuchung Ihres Wagens ins Bild passt, dann hilft Ihnen das nichts mehr. Und den werden wir sicherstellen. Wieder schon, Herr Färber. Gott, grüß Gott. Ich hätte gern... Ja, was hätten Sie denn gern? Ja, was haben Sie denn? Orangen, Bananen, darf man nachsehen? Ja, bitte. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Bleiben Sie gefälligst da vorne. Jetzt schauen Sie aber, dass Sie weiterkommen, sonst rufe ich die Polizei. Moment, Moment. Ich bin von der Presse. Wer hat das alles veranlassen? Presse? Auch gleich was fahren lassen. Ach, du hast sie von diesem Polizisten einwickeln lassen. Der benutzt dich doch nur, Hanne. Hanne, es hat keinen Sinn. Ja, okay, vielleicht war es dumm von mir, gestern Nacht wegzulaufen, aber was soll ich jetzt? Werner, du hast keine Chance. Jede Stunde, die du dich weiter versteckst, machst du es doch nur schlimmer. Sie hat recht, Herr Stumm. Geben Sie auf. Hanne, du hast die Puls. Nein. Kommen Sie runter, ich bin's, Clem vom Nachtkurier. Wir kennen uns ja schon. Ich begleite Sie zur Polizei. Wir vom Nachtkurier werden schon dafür sorgen, dass man Sie nicht wie ein Verbrecher behandelt. Sie widerlicher Schnüffler! Sie sind der Schuld an allem, Sie! War nicht! Krankenwagen, Mare. Und die Polizei. Ich gebe auf. Ich mach nichts. Ich kann's nicht mehr. Komm. Komm. Geh mit mir zur Polizei. Was geht in so einem Menschen vor? Da läuft so ein junger Mann mit seinen Zwangsideen rum. Wenn er Pech hat, plötzlich eines Tages stößt er auf eine Schlagzeile, auf ein Wort, der Anemonenmörder, die Tote wie eine Braut geschmückt. Und sein Unbewusstes bricht durch, obsediert ihn, quält ihn, bis er es tut. Vielleicht wäre das Ganze nicht passiert, wenn der Nachbar. Das kann man nicht sagen.
So nicht jedenfalls. Vielleicht anders, das weiß der Junge ja selbst nicht. Die werden ihn durch die psychiatrische Mühle drehen, aber was dabei rauskommt, er ist in meiner Praxis der erste Nachfolgetäter, der eine Tat nachvollzieht, die es nie gegeben hat. Wie geht's Clem? Ja, der. Der hat eine Gehirnerschütterung, eine Kopfwunde. Ah, aber der ist ja glücklich. Glücklich? Naja, der ist im Krankenhaus kaum zu sich gekommen, da hat er schon nach einer Schreibmaschine geschrien. Er ist ja der Held dieser Geschichte, nicht? Er hat die Story ja erfunden, allerdings ohne es zu ahnen. Also, viel Glück. Dann gehen Sie nie mehr allein auf den Fußballplatz, ja? Wiederschauen. Wiederschauen, von Färber. Ja. Ihr Bruder weiß nichts von Ihrer Theorie, klar? Danke. Nichts. Ich verstehe nicht. Wer weiß was nicht? Meine Schwester weiß nicht, dass ich, wie ich mich benommen habe. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden.